So, dann bauen wir jetzt nochmal die Waffenfalle auf. Waffenfalle. Dahin. Granitmechanismus, okay. So, was haben wir jetzt alles an Sachen? Wir haben ganz viele Trainingswaffen. Warum haben wir da so viele Trainingsäxte? Achso, das ist noch von dem alten, ganz alten Miliztrupp, den es schon nicht mehr gibt. Armbrüste, nein. Silberspeere und so weiter wollen wir alles einschmelzen. Iron Mace. Also, wir wollen unsere ganzen stumpfen Waffen ja eigentlich nur noch aus Silber herstellen. Also, wir könnten die Iron Maces einschmelzen, um daraus irgendwas anderes aus Eisen zu machen. Aber ich denke mal, wir hauen einfach lieber alles hier in die Falle rein. So, ein Bismut-Bronze Warhammer. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Bismut-Bronze war besser als normale Bronze. Aber ist immer noch nicht so gut wie Stahl. Irgendwas in dem Dreh. Na gut, hauen wir auch erstmal rein. Bismut Bronze Battle Axe, auch okay. Iron Short Sword, ja. Bronze Mace, ja. Bronze Warhammer, ja. Nochmal Bronze Mace. So, schon sind wir bei unseren 10 Waffen angelangt. Haben doch ein paar mehr, als ich gedacht hätte. Aber wir haben ja auch die ganzen Goblins nackig gemacht. Das wird da wohl herhören. Herrühren. So, D dann Selecting. Escape, Escape. So, das wäre Falle Nummer 1. Also hier fallen die Goblins direkt drauf. Wir könnten drumherum für Notfall entweder noch mehr Waffenfallen bauen oder einfach neue Käfigfallen. Das heißt, wenn ich dann irgendwann mal zu ungeduldig werde und dann mehrere runterschmeiße, landen die einfach in neuen Käfigen und wir schmeißen sie nochmal runter. Ja, ich glaube, das mache ich. Das klingt richtig schön frustrierend für die Goblins. So. Ja, immer schön darauf achten, dass wir nicht unser Artefakt aus Versehen verbauen. Ich glaube, das verbiete ich gleich einfach mal. Dann passiert das nicht. So, achso, die Falle muss noch abgebaut werden. Ist der Abbauauftrag denn schon da? Remove Building. Nö. Die lassen wir einfach mal da. So, Z. Stock. Und jetzt gibt es einen extra Reiter Artefakte? Ich glaube nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier die Mechanismen raussuchen. Chains, Cages, nein. Mechanisms, Mechanisms. Ha, hier steht gar nicht extra, so wie noch das Artefakt-Dingens. Müssen wir jetzt extra raussuchen? Ah ja, da. Arme Milmrom. Du wirst jetzt verboten. So, und wenn ich jetzt eine Falle irgendwo aufstelle, ups, das war mir zu weit irgendwo, zeigt ihr mir dann immer noch das Artefakt an. Nein, tut er nicht. Das ist doch schon mal schön. So, dann baut mal schön da unten weiter die Sachen auf. Und wir sollten kein Trade-Depot setzen, nein. Wir sollten da eine normale Tür hinstellen. Einfach nur, um ein wenig mehr Kontrolle zu haben, falls wir da mal was einsperren wollen oder keine Zwerge runterlassen oder was weiß ich. So, das wäre das eine. Dann wollten wir Kohle machen. Kohle, Kohle, Kohle. Dafür brauchen wir Holz, Holz, Holz. Aber das schaut ja gut aus. Und wie ihr sehen könnt, inzwischen sind unsere ganzen Holzarten auf Weiß und Gelb reduziert. Ein bisschen Braun haben wir noch. Aber das wird immer, immer weniger werden. Nur von den paar Karawanen, die ab und an mal kommen. Aber das ist ja okay so. Die meisten Betten haben wir schon gebaut. Dann sehen wenigstens die einheitlich aus. So, wir hätten gerne Make, nicht Nahe. Da waren meine Finger falsch. Make, Charcoal. Make. Ja, so ganz blind tippen kann ich dann doch noch nicht, ja? So, 20 Stück sollen erstmal reichen. Obwohl, es wird bestimmt nicht reichen. Wie viel haben wir denn da? Wir haben 15, 15, 30 bis 40. Okay, dann nochmal. Make. Cheese. Nein, Charcoal. Oh, war der alte Auftrag dann auch Charcoal? Ja, gut. Nicht, dass wir jetzt gleich jede Menge Käse haben. Obwohl, wir haben gar keine Milch. Obwohl, ich würde es zutrauen, dass jetzt irgendein Zwerg losläuft und anfängt, unsere Hühner zu melken. Oder es zumindest zu versuchen. Haben wir überhaupt irgendwas Melkbares? Ich glaube, wir haben Yak. Ganz viele Hunde. Ja, da ist irgendwas Kuhartiges. Da ist irgendwas Eselartiges. Yakartiges. Das könnten Pferde sein. Nee, Pferde melken. Ist keine gute Idee. So, der Friedhof.
lichtet sich auch langsam. Und warum blinkt der tote Zwerg da? K. Oh, das ist einer von uns. Jetzt sag bloß, dass die Särge unten alle voll sind. Ich habe doch extra damals ganz, ganz viele hingestellt. Ah, die sind nur noch nicht so eingestellt, dass sie benutzt werden dürfen. Ja, alle, die ich vorher designiert hatte, sind gefüllt worden. Das ist doch mal eine Leistung. Also, keine gute, aber es ist eine Leistung. So, immer schön PP, PP, PP. Also B, damit es als Burial Ground benutzt wird, und P, damit man da keine Haustiere reinsetzt. Und ja, früher war das so schlimm, dass man auch echt die Haustiere immer beerdigen musste. Sonst sind die Besitzer durchgedreht und das ganze Fort ist den Bach untergegangen, nur wegen einem doofen, doofen Haustier. Aber das haben sie anscheinend ein bisschen runtergeschraubt, was die Psyche der Zwerge angeht. Was auch eine sehr gute Idee war. Denn es ist absolut lächerlich, dass ein hartgesottener Zwerg so dermaßen durchdreht. Nur bei irgendwelchen Kleinigkeiten. Weil er mal draußen im Regen stehen musste oder weil er nicht den Alkohol bekommen hat, den er gerne hätte. Deswegen läuft ein Zwerg nicht gleich amok. Jedenfalls nicht so häufig. So, wir haben jetzt ganz viele neue Gräber. Das ist schön. Dann werden die oben vom Müllhaufen hier runtergebracht. Jam, 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 jam. Oh, oh. Ich sehe da einen Geist. Schon wieder. Wer bist denn du? K. Du bist Cock Ursurus Ghostly Weaponsmith. Er hat schon mal keinen Namen von uns. Oder es war einer von denen, die gerade frisch zugewandert sind und sofort gestorben sind. Das könnte natürlich sein. Dann bräuchten wir einen neuen Crafts Dwarfs Workshop. Nehmen wir mal den da. Und Engrave Memorial Slab mit. Oh. Normalerweise war immer ganz oben der Geist. Oder wir haben ihn schon mal engraviert und müssen ihn noch aufstellen. Das gucken wir mal. Runter, runter, runter. So, bauen. Slab. Da. Ah ja, da. Granite Memorial to C irgendwas. Warst du C irgendwas? Cock. Ja, Cock fängt mit C an. Jedenfalls der. Das passt schon. So, den Geist hätten wir also auch erledigt. Ja, sie häufen sich langsam. Ja, mit Memorial Slabs ist es ja recht schnell abgehakt. Da haben wir jetzt auch schon 20 oder so auf Vorrat. Auf dass das recht häufig wieder passieren wird. Ja. So. Oh, wir haben oben den Runterwurfschacht. Also den, die Aussichtsplattform für Girugon zu dem Runterwurfschacht ist fertig. Das müssen wir nur noch irgendwie da hinbekommen. So. Und wir haben immer noch so viele Goldbarren. Dafür ist der Weg hier noch nicht weiter ausgebaut. Das machen wir doch gleich mal. Wir hätten gerne eine Paved Road. Da. Zack. Und zwar Gold. Goldbarren. Da. Das Ganse dann nochmal. Damit wir ein bisschen länger was zu tun haben. Eisen. Oh, wir können auch hier einfach mal kurz gucken, wie viel Eisen und Kohle und wir so weiter haben. Ist ein wenig schneller, als immer im Stockpile zu gucken. Wir haben 24 Eisenbarren, 20 Stahlbarren. Ah, das ist ja gut. Aber was wir momentan eigentlich brauchen, ist ja Stahl für die Rüstung und Silber. Wir haben nur 3 Silberbarren. Ja, das ist mau. Also sollten wir unsere Kohle dazu benutzen, die ganzen Silbersachen einzuschmelzen. Ja, machen wir gleich. So, Eisen brauchen wir Gold. Oh, und es sind nicht mehr 99 Goldbarren. Ja, langsam, aber sicher brauchen wir die auf. Was aber auch nicht wirklich schlimm ist, denn wir können ja direkt innerhalb der Festung das abbauen. Also in den untersten Etagen haben wir direkt Goldadern, was recht praktisch ist. So, da sind die Goldbarren. Das reicht erstmal für 2 Folgen, wenn ich Glück habe. So, genau, Silbersache einschmelzen. Z. Wo sind die Waffen? Schilde und Buckler. Werden wir bestimmt keine aus Silber haben.
Fußsachen. Schuhe aus Silber. Silberne Pantalones. Nee, das waren die Hosen. Eisen, Stahl, Bronze. Nee, ich sehe keine Silberschuhe. Wie schaut's mit Handschuhen aus? Kann man überhaupt Rüstung aus Silber herstellen? Anscheinend nicht. Weil wir haben kein einziges Rüstungsstück aus Silber. Und allein des Zufalls halber müssten wir da irgendwo mal irgendwas mitbekommen haben. Also gut, dann halt Munition. Wir haben 278 Silberbolzen. Der Haken an der Sache ist nur, ich weiß nicht, wie das mit dem Einschmelzen funktioniert. Ich würde es den Zwergen zutrauen, dass sie jetzt jeden Bolzen einzeln nehmen und dann ein riesen Kohlebrikett nehmen und dieses riesen Kohlebrikett benutzen, um nur einen einzigen Bolzen einzuschmelzen. Und bevor ich nicht weiß, ob dem nicht so ist, werde ich den Himmel tun, sowas zu versuchen. Also, Waffen. Silberpeitschen. Wir haben 6 Silberpeitschen. Die schmelzen wir noch gleich mal ein. Wir haben eine Silber-Battle-Axe. Wird auch eingeschmolzen. Ein Silber-Warhammer. Das ist doch genau das, was wir haben wollen, oder? War der Warhammer jetzt einhändig oder zweihändig? Ja, gucken wir einfach mal nach. Wow, ganz viel verbotenes Zeug. Und die sind teilweise noch gedumpt. Das heißt, die liegen oben bei den Goblins. Oder bei dem ehemaligen Goblin-Lager. Und verboten. Da müssen wir gleich mal aussortieren. Oh, und ein Silber-Maul. Aber ein Maul war, glaube ich, jetzt wirklich eine Zweihandwaffe. Das ist so ein Teil, mit dem man Wände einreißt. So ein richtig massives Ding. Silver Great Axe. Ganz viele Silbersachen. Aber wir springen jetzt erstmal ganz kurz dahin, wo die ganzen verbotenen Sachen sind. Das ist nämlich hier oben. Und drücken DBC, genau. Und reclaim das alles. So, jetzt gehen wir nochmal auf Stocks. Gehen wieder auf Waffen. Das sieht doch schon gleich viel besser aus. Also, Silver Battle Axe einschmelzen, ja. Silver Spears. Alle einschmelzen. Silver Maces, warum sind die verboten? Silver Mace, da. Die sind doch gar nicht verboten. Okay. V. Dies ist eine Silver Mace. Das könnte ruhig ein wenig ausführlicher sein. Das könnte man echt doch mal schnell nachtragen. Also ist ja echt nur Schreibarbeit von der Programmierung her. Also aber dies ist eine Silver Mace. Es ist eine einhandgeführte Waffe, die auf Wucht basiert oder irgendwas aus in der Richtung. Das wäre schon schick. Weil wenn ich jetzt wahrscheinlich den Warhammer angucke, dann steht da auch, dies ist ein Warhammer. Und nicht, ob der einhändig oder zweihändig ist. Dazu müsst ihr erst wieder das Wiki aufmachen. Und das will ich nicht unbedingt. Rocks. Was ist das hier für ein Farbmurks? Blau war... Also hellblau ist anscheinend in Fallen verbaut. Braun? Was ist braun? Also rosa ist verboten. Weiß ist einfach so in irgendeinem Stockpile. Braun war eigentlich in Benutzung, oder? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Speere in Benutzung sind. Oder war braun in den Fallen? Was ist denn hellblau? Ich zoome einfach mal hin. Du bist in der Falle. Okay. Das war eben gerade blau. Jetzt gucken wir uns mal was Braunes an. Tab. Zoom. Du bist in einem Stockpile. In einer Kiste. Irgendwie sehe ich da nicht so ganz den Zusammenhang. Doch, natürlich. Braune Sachen waren, glaube ich, die von den Zwergen hergestellten. Das heißt, wenn wir die exportieren, kriegen wir auch unseren Exportwert hier erhöht. Wenn wir jetzt aber von irgendwelchen Gegnern was looten und das exportieren, dann zählt es nicht zu dem Exportwert hinzu, weil der sonst zu schnell in die Höhe schießen würde. Und warum importieren wir doppelt so viel, wie wir exportieren? Das macht doch gar keinen Sinn. Wir verkaufen doch alles. Und von dem Wert davon kaufen wir wieder was? Und wir geben dir noch immer richtig viel Trinkgeld. Also geben wir eigentlich mehr weg, als wir bekommen. Oder das Ganze ist einfach umgedreht.
Ja. Na gut. Hauptsache, die Werte sind hoch. Die sind schön hoch. Dann kriegen wir mehr Immigranten. So, ich wollte aber eigentlich mir den Warhammer angucken. Auch wenn ich eigentlich jetzt schon weiß, dass da nichts ordentliches stehen wird. Silver Warhammer, genau dich. Und dich kann ich mit V gar nicht angucken. Warum nicht? Ah, jetzt. Ja, jetzt steht hier nur mehr, weil es verschnörkelt ist. Mit Stinktierknochen. Ja, super. Ringe aus Stinktierknochen. Ringe aus wohlgefertigtem Stinktierknochen. Hm. Ja. Das werde ich mir dem Wiki doch mal angucken müssen nach dieser Folge. Also ob wir jetzt die Warhammer herstellen oder die Maces oder sogar die Mauls. Oder Mauls. So. Erstmal kurz weiterlaufen lassen. Also, wir haben jetzt genug Schmelzbefehle, um Silber herzustellen. Wir haben noch nicht genug Rüstung. Das können wir jetzt nochmal kurz machen. Also primär ist mir erstmal wichtig, die Brust abzudecken. Wir haben nur eine Stahlbrustplatte. Das ist viel zu wenig. Wir haben 77 Kupferbrustplatten. Ja, von jedem Goblin eine. Damit können wir nicht wirklich viel anfangen. Also wenn wir jetzt richtig viel Holz hätten und dementsprechend richtig viel Kohle und wir alles einschmelzen würden, dann könnten wir daraus richtig coole Waffenfallen machen. Es gibt ja da diese riesigen Discs und die riesigen Schrauben und was man da noch alles verbauen kann, die dann richtig viel Schaden machen. Aber da brauchen wir 20, 30 Pilzfarmen mehr, um das hinzukriegen. Na gut, also Stahlbrustplatten. Wir hatten 20 Stahlbarren. Das heißt, wir können 6 Brustplatten herstellen. New Order, wir hätten gerne Steel Breastplate. 6 Stück. Dann hätten wir schon mal 7 Brustplatten. Dann bräuchten wir 21 Kettenhemden. Ebenfalls aus Stahl. Gucken wir mal, wie viele wir davon haben. Ich denke mal nicht eine, sondern nur aus Eisen. Iron Mail Shirt, davon haben wir 9 Stück. Die können wir vorerst nehmen, damit jeder wenigstens ein Mail Shirt anhat. Jetzt kommen die ganzen Stoff- und Ledersachen. Ist hier zwischen irgendwo noch Eisen oder ist das einigermaßen nach Material sortiert? Roben. Aber alles Leder und Stoff. Nö, oben sind die einzigen Metallsachen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Da weiß man, wonach man gucken muss. Aber ja, kein einziges Steel-Mail-Shirt. Das ist nicht so toll. Hosen sehe ich oben gar nichts aus Metall. Keine einzige Metallhose. Also Beinpanzer, wie auch immer. Helme. Haben wir wenigstens Helme? Eisenhelme, 2 Stück. Stahlhelme, 2 Stück. Ja, das ist ein Anfang. Bronzehelme, 3 Stück. Warum sind die verboten? Ah, der ist groß. Der hier aber nicht. Warum zeigt er mir andauernd Sachen als verboten an? Ah, hier. Genau, du. Wo bist du, Z? Ah, du bist hier draußen. Zusammen mit einem Bronzeschild, das man auch noch einigermaßen benutzen könnte. Und eine Trollsocke. Aber nee, das werde ich nicht machen. Ich gehe jetzt nicht hier raus, nur um eine Sache aufzuheben. Dann provoziere ich bestimmt wieder einen Angriff oder so. Das muss echt nicht sein. Hier ist ein Silver Maul. Noch ein Silver Maul. Oh, die geben bestimmt 2 Barren oder so, wenn man sie einschmelzt. Nee, ich gehe trotzdem nicht raus. Na gut, machen wir jetzt mal eine kleine Pause und in der nächsten Folge rüsten wir weiter unsere Miliz so weit aus, dass sie im Danger Room bestehen kann. Also, bis gleich.